Einen schönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Engineers auf dem netten Survival Server. Jo, man sieht mich wohl hier gerade laufen, würde ich mal sagen, denn der Weg ist fertig. Das ist so ziemlich das Erste jetzt erstmal. Er führt bis hierhin, hier kann man dann runterlaufen und dann hier wieder hoch oder man macht es halt nicht. Genau, da drüben zum Gebäude wird auch noch ein Weg gebaut. Und hier existiert jetzt auch ein Weg. Ich wünschte, ich hätte es besser lösen können, aber mir fiel nichts ein, besseres als es hier einfach enden zu lassen. Wahrscheinlich werde ich das jetzt hier nach unten wegmachen. Das könnte ich eigentlich gleich mal. Sekunde. So. Ja, muss ich kurz was nachschauen, nochmal kurz. Okay, das Ding läuft wieder. Es war nämlich letztes Mal kaputt. Anscheinend gab es irgendein Update bei dem Mod, was die Teile jetzt auch langsam alt werden lässt. Was meiner Meinung nach nicht unbedingt sein muss. Wird montiert. Gut, nehme ich mal ein paar weg von. Kann man ja immer gebrauchen. Und Knight hat genug Facility. Warum keine Factory? Nee, Knight. Control for Facility. Bisschen Glas. Wenn die gleich mal einige Construction Cleanup. Dürfte funktionieren. Ach genau, es gibt jetzt außerdem davon noch eine große. Das finde ich sehr faszinierend. Ah, okay, jetzt startet's. Um diese zwei kleinen Blöcke dort zu schweißen. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass es jetzt eine große gibt davon. Denn, ja, ich glaube, ich werde mir einfach die noch holen demnächst und dann hier irgendwo oben hinstellen oder so. Die kann sich dann meines Wissens nach auch die Rohstoffe selber ziehen. Vielleicht hier oben wirklich auf dem das Gebäude drauf. Sekunde. Scheiße. 20 Hydrogen noch. Das ist knapp gewesen, 16, 14. Ja. Das war jetzt echt knapp für einen Moment. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Denn hier hinten ist der Raumhafen. Der Raumhafen. Und hier unten ist dann dieser kleine Bunkereingang. Das hier unten wird vielleicht auch noch verkleidet. Und dieses Teil hier wird vermutlich noch zwei Blöcke weiter hierhin verlegt, damit es wenigstens von der einen Seite her verdeckt ist. Aber es soll einfach nur eins nach oben führen. Und hier oben soll dann große Raumschiffe andocken können. Und ich kann ja mal eins zeigen. Das wird auch noch gebaut. Das habe ich in Survival schon mal Kreativmodus gebaut. Das werde ich hier demnächst mal einfügen. Aber nicht dieser. Da, sagen wir mal das Teil hier. Ja, ich weiß. Aber Sekunde, geht das jetzt nicht? Sekunde. Es gibt einen Modus. Ach, vielleicht brauche ich da genug Ressourcen, um die Grundblöcke zu bauen. Ja, genau. Wenn ich genug, wie gesagt, Ressourcen habe, um die Grundblöcke zu bauen, also diese ganz kleinen Fundamente und sowas dafür, dann kann man Schiffe, oder vielleicht geht es auch nur bei kleinen Schiffen, das ist jetzt nur eine Theorie. Okay, ja. Dann kann man die nämlich auch einfügen im Survival-Modus. Dann sind es allerdings nur die Grundgerüste. Und dann hätte ich es von meiner Einheit schweißen lassen können. Aber, naja, dann wohl nicht. Und genau, gehen wir mal runter hier. Hier unten kommen jetzt noch am besten die Lichter rein. Corner Lights in Beleuchtung, wollten wir schauen, ob das geht. Und da kann ich ja gleich mal schauen, kurz. Gibt es jetzt mehr? Oder halt. So Survival Kits gibt es noch nicht, okay. Denn es gibt ja jetzt dieses schöne neue Update. Ach, das ist ja auch erst in der Testphase. Ich glaube, da hätte ich experimentellen Modus aktivieren müssen.
Aber dann hätte ich jetzt schon die neuen Blöcke gehabt, die vorgestellt wurden, kürzlich, die jetzt getestet werden und dann, wenn sie funktionieren, überall im Einsatz sein werden. Auch wenn sie gut ankommen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also die neuen Trailer, die sind ja schon sehr vielversprechend. So. Hier kann ich nichts platzieren. Bisschen schade. Hier wieder. Hier. Genau. Dann. Da haben wir noch eins hin. Und auf der anderen Seite natürlich auch noch. Hier unten sollten natürlich ganz unbedingt auch noch welche rein. Warum kann ich... Ah, so geht das. Doppelte am besten. Jo. Gut, das da unten ist eh noch nicht fertig. Das wird auch demnächst erstmal nicht fertig. Oben kann man dann hochschauen. Ja. Nenne hat das jetzt geschweißt, ja. Also dürftest du das eigentlich auch demnächst schweißen. Solange genug da ist, das werde ich jetzt mal schauen. Okay, falscher Crit. Nainite hat nichts dergleichen. Herstellungskomponenten sind im Verbinder. Produktion kann man immer gebrauchen. Mal sehen, ob sie gleich gezogen werden. Factory, also Facility, warum auch immer. Förderbandsysteme nutzen an. Bear Construction, Cleanup, Deconstruction, Mining, Medical, Dann verstehe ich nicht, warum sie das hier hinten nicht macht. Sollte verbunden sein. Sekunde, ich gehe mal kurz in Spectator-Modus. Und ja, der funktioniert auch im Survival-Modus. Der Crit ist verbunden damit auf jeden Fall. Und ist mit dem Gebäude verbunden. Das ist definitiv mit dem Gebäude verbunden. Und hier ist die Nana, die aktiv ist. Aber hier drin nichts fertig schweißt. Ah doch, das macht die jetzt gerade fertig. Gut. Zum Spectator-Modus hatte ich ja auch schon mal ein Tutorial gemacht. Kann man sich gerne anschauen auf meinem Kanal, wenn man möchte. Aber trotzdem. Muss ich nochmal schauen, die werden nicht gezogen. Warum tut das Teil jetzt nichts? Also es tut ja auch was, aber sehr langsam. Okay. Alles fertig geschweißt. Na, mal sehen. Egal. Auf jeden Fall jetzt erstmal, das ist quasi provisorisch. Und
Corner. Light Double ist an einem anderen Teil. Einem anderen Quid. Ach, okay, das ist das Teil, ja, genau. Corner Light gibt zwei Double. Ja, das könnte ungefähr hinhauen. Uiuiui, habe ich schon viele Corner Lights hier drin. Corner Double habe ich aber noch keine. Seltsam. Egal. Radius. Ja, eigentlich voll. Intensität würde ich lieber etwas runterschrauben. Farbe würde ich gerne so einen leichten Science-Fiction-Blau machen. Genau. So, dass wenn man das Licht ausmacht, hier drin, wenn man überall Licht hat, und damit bin ich sehr zufrieden. Ja, das ist doch schön. Und es hat auf beiden Seiten geschweißt. Das finde ich immer sehr schön. Hier wäre es vielleicht noch sinnvoll. Na gut, jetzt ein bisschen blöd, dass ich schon aus der Hand gelegt habe. Hätte ich nicht tun dürfen. Egal. Hier unten werden da ja, wie gesagt, so eine Art Quartiere reingebaut. Ist ja der Raumhafen hier, also. Der ist ja für sowas da. Ja. Ist auch eigentlich egal, ob die geschweißt sind oder nicht. Okay, ganz egal ist es nicht. Ich kann es trotzdem auswählen. Unverständlich oder nicht, das ist egal. Corner Light, genau. Farbe muss man immer nur so ein ganz kleines Stückchen variieren, da werden die alle drauf angepasst. Und Intensität auch auf 3,4 reicht auch aus. Und während die jetzt noch geschweißt werden von der Nanite, ja, wird das alles gemacht. Genau, dann währenddessen sind die schon eingestellt und es gibt keine Probleme. Dann ist das schon mal geregelt. Und ja, so steht's dann wohl. Wenn ich gleich einmal dabei bin. Ich meine, die Folge werde ich vermutlich einfach Arbeiten am Hangar nennen. Nicht am Hangar, am Raum, am Hafen. Das ist außerdem immer schwer, das so zu verlegen. Und das direkt rauskommt aus der Erde, weil man da von unten bohren muss, soweit, dass es nicht auffällt. Aber ich mag das so. Und zwar ziemlich dolle. Genau. Hier muss das Teil jetzt hin. So. Und manchmal passiert sowas auch im Spectator-Modus, denn ja, das geht auch im Survival. Das wir halt nur aktiviert haben, und es ist halt nun mal einfach praktisch, wenn man sich einen Überblick verschaffen möchte, und ich finde, das ist überhaupt kein bisschen Cheating. Nur weil es auf Servern nicht geht. Ich meine, hätte ich einen Server, würde ich es darauf auch erlauben. Und jetzt wird das noch fertig geschweißt. Und es fehlen Herstellungskomponente, das ist aber eigentlich egal. Der Static Crit hat in seiner Nanite, hoffentlich noch welche drin, hat es. Es hat welche drin. Es sind sogar, glaube ich, mehr drin als davor. Aber es hat nicht wenige. Produktion, hier ist immer noch. Das dürfte doch eigentlich kein anderer Quid sein. Montageanlage ist auch ein anderer Quid.
ein Subgrid davon. Ich frage mich nur, wieso. Weil sowas gibt es eigentlich nur, wenn es über Verbinder oder sowas läuft. Aber hier sind keine Verbinder drin. Oder wenn es Kolben oder Motoren oder sowas gibt. Denn hier dürfte es ja... Sekunde. Ja, hier ist es normal. Ein Jägercockpit und sowas. Recht groß. Ist es der? Sonst habe ich wieder ein Problem. Nee, okay, das ist ein anderer. Okay, also gerade lässt mich die nette Nainheit schon so ein bisschen rätseln. Jetzt abgedockt. Mal sehen, ist es hier in einem anderen Quid die Montageanlage? Nee, ist es nicht. Dann werden wir mal sehen. Unten ist dasselbe Quid. Es läuft hier lang, die Leitung. Das da unten, das ist ein anderer Quid, aber das hier oben doch nicht. Hier durch läuft es. Naja. Okay, das verstehe ich nicht. Das werde ich noch einmal ergründen später. Ist auf jeden Fall jetzt trotzdem hergestellt worden hier. Also. Ach, okay, ich verstehe warum. Ich habe ja auf K gedrückt und das war ja in meinem eigenen Feld drin. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist. Oh. Okay, das war ziemlich dumm. Na gut. Dann verabschiede ich mich mal wieder und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Warum ist mein Skin weg? Egal. Und bis dahin macht's gut und ciao.